PC Games feiert Jubiläum und wird 30 Jahre alt. In den vergangenen drei Jahrzehnten haben wir nicht nur Schönes erlebt, wie jedes Magazin haben auch wir viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Aber es gibt sie noch, die gute alte PC Games. Und heute ist sie so viel mehr als früher. Ein bewährtes Magazin, eine moderne Webseite, ein beliebter YouTube-Kanal, eine lebendige Community und neuerdings auch wieder ein Podcast. Kurzum, eine Marke, auf die wir richtig, richtig stolz sind. Doch der Weg dahin war lang. In diesem Video laden wir euch ein auf eine kleine Reise durch die bewegte Heftgeschichte der PC Games. Die erste Ausgabe erscheint im September 1992, aber die erste Saat für die PC Games wurde bereits ein Jahr vorher gelegt. Damals wurde die Idee für zwei neue Magazine entwickelt. Eines für PC-Spieler, das andere für Amiga-Enthusiasten. So wurden die Amiga Games und die PC Games geboren. Die Erstausgabe 1092 umfasste 100 Seiten und kostete am Kiosk schlanke 4 deutsche Mark. Dazu gehörte auch die Cover-Diskette, auf deren 1,44 Megabyte Demos, Patches und Shareware an den Mann gebracht wurden. Der Start ist ein voller Erfolg. Noch 1992 knacken wir die Marke von 50.000 verkauften Heften. Seit der ersten Ausgabe dabei, Urgestein Rainer Rossi Rosshirt, der sich in seiner lockeren Leserbriefe-Ecke um Sorgen, Fragen und Kritik der Leserschaft kümmerte. Seine Seiten wurden zu einer Konstante, die 28 Jahre lang ihren Platz im Heft haben sollten. Die anderen Namen und Gesichter in dieser Anfangszeit waren vordergründig Thomas Borowskis, Oliver Menne und Harald Wagner unter der Leitung von Christian Müller. Ab der zweiten Ausgabe sollte dann noch eine junge freie Redakteurin mit ihren geschliffenen Kolumnen zum Liebling der Leser avancieren. Eine gewisse Petra Mauerröder. Die Produktionsumstände kann sich heute kaum noch jemand vorstellen. Die PC Games entsteht in einer Ära ohne Internet, ohne digitale Kameras, ohne Smartphones. Screenshots werden vom Hersteller oft per Dia angeliefert. Will der Redakteur eigene Bilder anfertigen, zieht er sich in einen dunklen Raum zurück und fotografiert den Monitor kunstvoll ab. Interviewfragen gehen per Fax ans andere Ende der Welt. Testmuster bringt der Postbote an die Tür. Recherchiert wird per Telefon. Von Anfang an sucht die PC Games die Nähe zur Industrie und erfährt schon früh viele Trends von morgen. Mit Hintergrundberichten und Interviews geht die PC Games deutlich über simple Kaufberatung hinaus und trifft damit den richtigen Nerv. Bereits Anfang 1993 schwingt sich die PC Games zum meistverkauften PC-Spielemagazin im deutschsprachigen Raum auf. Die Redaktion macht es sich in den ersten Monaten aber noch unnötig schwer. So wird die Wertung von Spielen über eine komplizierte Tabelle mit Einzelkategorien wie Grafik oder Steuerung in Abhängigkeit vom Genre ermittelt. Pünktlich zum ersten Geburtstag fliegt dieses System in die Tonne. Ab Ausgabe 1093 wird die Spielspaßwertung unabhängig von anderen Zahlen vergeben. Die Spiele und der Spaß daran stehen damals auch noch klar im Vordergrund. Aspekte wie Grafik spielen nur eine geringe Rolle. Das spiegelt sich auch in den Heften wieder, wo viele Screenshots nicht mehr als größere Briefmarken sind. Von Diskussionen über Texturen, Polygone und Frames per Second ist man seinerzeit noch weit entfernt. Stattdessen wird vor Spielen mit besonders großem Platzbedarf gewarnt, wie im Falle von Ultima Underworld, das gigantische 13 Megabyte auf der Festplatte einnimmt. Durch die Diskette als gebräuchlichsten Datenträger waren Spielereien wie aufwendige Darstellung oder überhaupt Sprachausgabe einfach nicht drin. Das ändert sich schlagartig, als sich CD-ROM-Laufwerke durchsetzen. Durch Spiele wie Star Wars Rebel Assault wird eine völlig neue Generation von Computerspielen eingeläutet. Mit hochwertigen Sounds und aufwendigen Videos wird alles übertroffen, was man bislang auf dem PC gesehen hatte. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, führt die PC Games im Wertungskasten den Punkt CD Advantage ein. Damit soll der Leser schnell erkennen, wie gut der Datenträger ausgenutzt wird. Das versteht zwar niemand so richtig, aber die Marschrichtung ist klar. Der CD-ROM gehört die Zukunft. Eine Zukunft, an die sich auch die PC Games anpassen muss. Nachdem Christian Müller mit Ausgabe 0893 die Leitung an Thomas Borowskis und Oliver Menne abgegeben hat, sorgen die beiden neuen Chefs für kräftige Weiterentwicklungen. Mit 32 zusätzlichen Seiten wird der Anteil an Tipps und Tricks im Heft deutlich erhöht. 1994 erscheint die PC Games erstmals mit CD-ROM.
alternativ zur gewohnten Diskettenversion. Ein voller Erfolg, der ab Ausgabe 01/95 dazu führt, dass regulär zwei Varianten des Hefts mit Diskette und CD-ROM erscheinen. Dank Silberscheibe können Leser erstmals bewegte Trailer anschauen und neue Demos antesten. Darunter das Render-Spektakel Cyberia, das auf Disketten niemals möglich gewesen wäre. Später finden sich auch erste Videoreportagen auf der Disc, darunter Vorortberichte zur E3 oder Entwicklerbesuche. Spätestens mit Ausgabe 02/95 besteht kein Zweifel mehr, das Zeitalter der Diskette ist vorbei. Wing Commander 3 wird auf 4 CDs ausgeliefert und lässt im Test sämtliche Kinnladen runterklappen. Die Redakteure zücken eine Irrewertung von 96%, ein Ergebnis, das erst Half-Life 2 wieder erreichen wird. Chris Roberts Meisterwerk kommt aber auch mit enormen Hardware-Anforderungen daher. PC Games hatte aber die Zeichen der Zeit erkannt, dass Hardware in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen wird und den Hardware-Teil im Heft deutlich vergrößert. Ab Mitte 1995 beginnt eine aufregende Zeit. Leistungsstarke Konsolen wie die Sony PlayStation und der Sega Saturn sorgen mit Spielen wie Ridge Racer für Staunen. Die Vormachtstellung des PCs sollen die sich allmählich abzeichnenden 3D-Beschleuniger sichern. Bis dahin erfreuen sich Adventures aller Art größter Beliebtheit. SVGA-Grafik wird zum neuen Standard. Command & Conquer wird zum Blockbuster, der einen Boom für die Echtzeitstrategie auslöst. Für PC Games sind es wundervolle Jahre. Das Heft wächst kräftig mit dem Markt, Petra Mauerröder wird festes Mitglied des Teams und die Leser danken es mit glänzenden Verkaufszahlen. Im April 1996 nehmen wir unsere erste Homepage in Betrieb. Die Adresse bleibt bis heute unverändert: www.pcgames.de. Mit Tests, Bugfixes und regelmäßigen Chatrunden mit der Redaktion haben wir bereits in der Frühphase des Internets online einiges zu bieten. Allerdings ist Internet damals noch ein schwieriges und teures Unterfangen. Horrende Minutenpreise statt angenehmer Flatrates stellen eine hohe Einstiegshürde dar. Und trotzdem setzt sich nicht nur das Internet, sondern auch das Spielen in eben diesem durch. Mit Meridian 59 und etwas später Ultima Online wird der Grundstein für das erfolgreiche Genre der Online-Rollenspiele gelegt. Auch andere Genres entdecken das Internet für sich. Von der E3 1996 berichtet Petra Mauerröder fasziniert von einem Spiel namens Diablo, in dem man im Hauptmenü einfach nur auf einen Button klickt und man wird mit dem Blizzard-Server verbunden und kann mit anderen Leuten aus der ganzen Welt spielen. Damals sensationell einfach. 4 Monate später packt PC Games eine exklusive Demo des Action-RPGs auf die Heft-CD, die danach auf vielen Schulhöfen zum begehrten Tauschobjekt wird. Neben dem aufstrebenden Internet sind diese Jahre auch der großflächige Aufbruch in das 3D-Zeitalter. Kultspiele wie Quake, Duke Nukem 3D oder Tomb Raider verschieben die Messlatte nach oben. Diese Spiele werden aber auch immer anspruchsvoller bei der Hardware. In der PC Games reagieren wir darauf, indem wir beginnend mit Virtua Fighter PC in Ausgabe 08/96 erstmals Spiele auf mehreren Systemen testen. So ziehen immer mehr technische Analysen in die Artikel ein, Vergleichsbilder zwischen VGA und SVGA zum Beispiel. Mit Tabellen sollen wichtige Spiele auch im Hinblick auf Features verglichen werden. Manchmal schossen wir dabei auch übers Ziel hinaus, wie beim Test von Z, in dem auf einer kompletten Seite teils absurde Fakten mit C&C und Warcraft 2 verglichen wurden. Ab September 1996 ist die alte Coverdiskette nur noch im Abo erhältlich. 1997 wird der Daten-Oldie endgültig in den Ruhestand geschickt. Dafür bekommt die Ausgabe 1096 erstmals 2 prall gefüllte CD-ROMs verpasst. Ein dickes Angebot, das später zum Standard werden soll. Eine Magazin-Variante ohne Datenträger wird nun ebenfalls verkauft. Es entstehen auch neue Rubriken wie zum Beispiel Flashback, darin werden Spiele, die bereits erhältlich sind, einer weiteren Kontrolle unterzogen. Nicht ganz unschuldig daran der Bundesliga-Manager 97, der in üblem Zustand veröffentlicht wird. Anfang 1997 verstärkt sich die PC Games mit Florian Stangl und kann sich zudem inzwischen als Europas erfolgreichstes Spielemagazin bezeichnen. Diese Stellung bringt uns auch viele persönliche Besuche bei Studios ein.
Die große 3D-Umwälzung kommt nun endlich in Gang. Grafikkarten wie die Diamond Monster 3D mit 3DFX Voodoo Chip und die Veröffentlichung von DirectX für Windows 95 eröffnen ganz neue Möglichkeiten für PCs. Schnell wird auch in der Redaktion von PC Games klar, dass man ohne 3DFX-Beschleuniger zukünftig viele der heißesten Spiele nicht spielen können wird. Damit die Leser mit der technischen Entwicklung Schritt halten können, haben wir immer mehr technische Specials im Heft, in denen erklärt wird, was es mit bilinearem Filtern, MIP-Mapping, Polycounts und Anti-Aliasing auf sich hat. Spiele wie Quake 2 und Forsaken sorgen mit bunter Echtzeitbeleuchtung, gefilterten Texturen und grandiosen Spezialeffekten für Staunen. Mittlerweile werfen so viele Hersteller neue PC-Spiele auf den Markt, dass sie in normalen Tests den Rahmen sprengen würden. Es werden Kurztests eingeführt, die auf engstem Raum die wichtigsten Infos liefern sollen. Nicht nur die Fülle an Themen, sondern auch ein prächtiges Anzeigengeschäft sorgen dafür, dass die Heftumfänge 1997 erstmals die 300 Seiten knacken. Die Jubiläumsausgabe 1097 glänzt zudem mit 3 Vollversionen, einer dicken Demo zu Dungeon Keeper und einem prall gefüllten Gewinnspiel. Im Editorial bedankt sich das Team und richtet sich mit einem Wunsch an die Leser. Sie mögen der PC Games doch bitte auch in Zukunft die Treue halten. Der Appell ist durchaus ernst gemeint, denn nur einen Monat davor zog mit der GameStar ein starker Mitbewerber ins Feld. Der schnell voranschreitenden Entwicklung bei der Hardware Ende der 90er Jahre muss auch die PC Games gerecht werden. Mit noch mehr Hardware-Tests, einem weiter ausgebauten Angebot an Tipps und Tricks sowie dem boomenden Anzeigengeschäft wächst der Umfang des Heftes auf schwindelerregende 346 Seiten. Als Peter Molyneux erstmals Black and White vorstellt, starten wir sogar eine eigene Rubrik, in der Game-Designer Steve Jackson jeden Monat über das Spiel berichtet. Dieses Tagebuch ist für ganze 41 Ausgaben bis zum Release des Spiels im Heft zu finden. In der 0698 wird das Testcenter im Heft massiv aufgewertet. Unter anderem gibt es hier schon eine frühe Form der Motivationskurve, die im Test zu StarCraft zum Einsatz kommt. Kurze Zeit später werden noch Pro- und Kontrapunkte eingeführt, die seitdem bis heute ein fester Bestandteil jedes Tests sind. Mit der neuen Tabelle Installiert und läuft geben wir einen Überblick, wie ein Spiel auf bestimmter Hardware läuft. Screenshots erstrecken sich nun öfter mal über eine halbe Seite, schließlich soll man auch was von der teuren Edelgrafik erkennen. In dieser Zeit zieht es den Stagnator über den großen Teich, um dort ein neues US-Büro der PC Games zu leiten. Davon verspricht man sich eine bessere Zusammenarbeit mit den amerikanischen Studios vor Ort. Am 30. November 1998 geht Computec, der Verlag hinter der PC Games, an die Börse. Man will frisches Kapital in die Firma spülen und so den Erfolgskurs konsequent fortsetzen. Die Gunst der Leser wird zum einen mit einer verschwenderischen Ausstattung wie Vollversionen, Postern und aufwendigen Sonderbeilagen aufrechtgehalten. Zum anderen mit vielen exklusiven Titelstories wie Command & Conquer Tiberian Sun, das in 2 Jahren gleich 5-mal das Cover ziert. Die Mühen dieser Zeit mit durchzockten Nächten und zehrenden Abgaben zahlen sich aus. Im Jahr 1999 meldet die IVW mehr als 360.000 verkaufte Ausgaben der PC Games. Dazu kommen nochmal knapp 39.000 Abonnenten. Ein tolles Ergebnis, das aber leider auch den Höhepunkt darstellt. Die verkaufte Auflage wird von nun an Jahr für Jahr rapide sinken. Der Grund dafür ist bekannt. Internetzugänge sind erschwinglich und die Informationen sind zunehmend frei im Netz verfügbar. Das große Printsterben beginnt und wie so viele Zeitschriften leiden auch wir unter den Folgen. Hardware ist weiterhin ein riesiges Thema, was dazu führt, dass Thilo Bayer, Verantwortlicher der Hardware-Seiten in der PC Games, daraus ein eigenes Magazin konzipiert. Im Oktober 2000 landet die erste PC Games Hardware in den Händlerregalen. Unser Schwestermagazin wird zu einer eigenen Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält. Die PC Games selbst begrüßt in dieser Zeit neue Gesichter wie Sascha Gliss und Daniel Kreis. Außerdem wird zum ersten Mal das Layout des Heftes komplett ausgetauscht. Der neue Stil soll nüchterner und moderner wirken und zugleich die Redaktion stärker in den Mittelpunkt rücken. Weniger Verspieltheit, dafür klar erkennbare Infos, etwa Schulnoten für Kategorien wie Grafik und Sound, sowie wichtige Hardware-Infos direkt im Wertungskasten. Inhaltlich bleibt man am Puls der Zeit, etwa in einem Special der Ausgabe 02 2000, in dem wir uns ausführlich mit dem aufstrebenden Phänomen der Mods beschäftigen. Mods waren zwar nichts Neues, aber mit Half-Life und Counter-Strike erreichte das Thema eine ganz neue Qualität.
Wir wagen außerdem einen Blick über den Tellerrand, als Microsoft mit der Xbox seine Killer-Konsole vorstellt. Viele befürchten jetzt, dass Microsoft sich endgültig vom PC abwenden könnte, eine Sorge, die nicht ganz unberechtigt ist. Es soll noch viele Jahre dauern, bis Microsoft sich wieder auf PC-Spieler zubewegt. Unterdessen drehte sich bei PC Games wieder das Personalkarussell. Tom Borowskis wechselt in die Online-Abteilung, die Chefredaktionen teilen sich Petra und der zurückgekehrte Flo Stangl. Mit Georg Waltin, Rüdiger Steidle und Thomas Weiß stoßen neue Namen zum Team. Gerade letzterer entpuppt sich mit seinen markanten Texten als echte Bereicherung für die PC Games. Mit Ausgabe 04 2001 gibt es außerdem ein erneutes Redesign, wodurch das Heft wieder etwas farbenfroher und unverkrampfter wird. Gegen Ende 2001 steht dann eine große Veränderung für den Verlag an. Computec zieht von Nürnberg ins benachbarte Fürth in ein neues, modernes Firmengebäude. Wenig später kehrt auch Christian Müller überraschend von der PC Action zurück. In seiner Funktion als Chefredakteur ersetzt er nun Florian Stangl, der das Unternehmen verlässt. Auch Sascha Gliss verabschiedet sich und macht Platz für den Neuzugang Jochen Gebauer. 2002 beginnt mit einer erneuten Runderneuerung für die Webseite pcgames.de, auf der nun News- und Community-Features stärker im Mittelpunkt stehen. Das Heft wird ab der Ausgabe 05 2002 jetzt auch mit einer DVD angeboten. Da die Leser aber schneller als erwartet umsteigen, wird die alte CD schon 5 Hefte später in Rente geschickt. Das Jahr ist aber auch geprägt von einem erschütternden Ereignis. Der Amoklauf von Erfurt, bei dem ein 19-jähriger Täter insgesamt 16 Menschen ermordet, bevor er sich selbst das Leben nimmt. Als Folge entfacht eine öffentliche Diskussion rund um Themen wie Jugend und Gewalt, in der besonders Computerspiele wie Counter-Strike immer wieder an den Pranger gestellt werden. Der Begriff Killerspiele bürgert sich ein, während einige Politiker zu einer Verschärfung des Jugendschutzgesetzes aufrufen, obwohl Untersuchungen keinen Zusammenhang zwischen Amokläufen und gewalthaltigen Spielen finden. Im nächsten Jahr müssen wir bestimmte Demos von der Heft-DVD streichen. Wir behelfen uns mit einer Ab-18-Ausgabe, die man in Deutschland nur via Abo beziehen kann. Die PC Games verstärkt sich unterdessen wieder und nimmt Justin Stolzenberg, David Bergmann und Dirk Goding ins Team auf. Etwas später ergänzten außerdem noch Benjamin Betzold und Christian Sauerteig die Truppe. Auch einen US-Korrespondenten gibt es mit Heinrich Lehnhardt wieder, der direkt aus den USA von den Entwicklern berichtet. So entstehen unter anderem Berichte zum umwerfenden Half-Life 2 und eine exklusive Preview zum vielversprechenden Call of Duty. Die Auflage der PC Games sinkt zwar bereits, aber die Reichweite kann dennoch zulegen. So wird die PC Games Mitte 2003 laut einer Studie von 1,27 Millionen Menschen gelesen. Der Umstieg auf die DVD ist ein voller Erfolg und ermöglicht uns, längere Testvideos zu produzieren. Außerdem wird in diesem Jahr die bisher sporadisch vorhandene Vollversion auf der Coverdisc zu einem dauerhaften Bestandteil der DVD. Die vollgestopfte Ausgabe 01 2004 kommt sogar gleich mit 3 Vollversionen, einer Halo-Exklusiv-Demo, 90 Minuten Videos und 250 Seiten Umfang daher. Ein dickes Paket für nur 4,99 Euro. In der Ausgabe 01 2005 schaufeln wir sogar Diablo 2 auf die Heft-DVD. Blöd nur, dass ausgerechnet diese Version einen unvorhersehbaren Bug mitbringt, der sich nur mit einer extra angefertigten Patch-CD ausbügeln lässt. Prädikat: nie wieder. 2004 reisen wir als einzige deutsche Redaktion zu Valve nach Seattle, um das heiß erwartete Half-Life 2 zu testen. Das Spiel bekommt mit 96% die beste Wertung seit Wing Commander 3 und setzt zig neue Standards. Unter anderem markiert der Release des Shooters auch den Startschuss für Steam. Die Aussicht, Spiele an einen Account zu knüpfen, kommt jedoch zunächst nicht gut bei Spielern an. Die Industrie dagegen hofft auf ein effektives Mittel gegen Raubkopien. Es hat zwar ein paar Jahre gedauert, bis sich Steam durchgesetzt hat, aber letztlich hat Valve die Welt der PC-Spiele damit für immer verändert. In der gleichen Ausgabe, in der auch der XXL-Test zu Half-Life 2 erscheint, starten wir unsere beliebte und einzigartige Rubrik der Sneak Peeks. Dazu laden wir Leser in die Redaktion ein, wo sie ein brandneues Spiel vor Release spielen können. Ihre Eindrücke verarbeiten wir dann zu einem Vorab-Test. Das Format ist aufwendig, mit Vorbereitung und Nachlese fallen stets mehrere Arbeitstage an, Wochenende inklusive. Trotzdem lieben wir unsere Sneak Peek, wo sonst kann man sich mal in der Ruhe mit den Lesern unterhalten. Neben Half-Life 2 und Steam stellte 2004 auch World of Warcraft die Gaming-Szene völlig auf den Kopf. Schon nach wenigen Monaten wird das MMO so intensiv gezockt, dass viele Spieler gar nichts anderes mehr tun.
Für PC Games ist das Fluch und Segen zugleich. Mit WoW erreicht man plötzlich sehr viele Leute, aber an der Kaufberatung für andere Spiele sind die meistens nicht mehr interessiert. Blöd, wenn man ein Heft hat, das überwiegend aus Tests und Previews besteht. Trotzdem setzen wir ein kleines Team auf das Thema an, das sich für Monate um nichts anderes mehr als World of Warcraft kümmert. Die große Nachfrage führt zur Produktion unseres ersten WoW-Sonderhefts, das wir bescheiden die Bibel taufen. Das Heft wird ein gewaltiger Erfolg. Wir drucken mehrere Auflagen nach. Um langfristig das Thema beackern zu können, wird mit neu angeheuerten Experten eine eigene WoW-Redaktion gegründet, die in den nächsten Jahren zig Sonderhefte und Klassenbücher produziert. In der Stammredaktion stehen unterdessen große Veränderungen an. Nachdem Computec Media 2005 von der Schweizer Firma Markard Media übernommen wird, kommt es zu Personalwechseln in der Chefetage. Ansgar Steidle, Stefan Weiß und Felix Schütz werden in das Team integriert. Und wenig später werden die beiden bisher getrennten Teams von PC Games und PC Action verschmolzen. Synergien sollen geschaffen werden. Dazu werden auch die sogenannten Ressorts für Action, Abenteuer, Strategie und Sport gegründet. Das sorgt im Team für mächtig Frust, denn manche Ressorts haben mehr Leute als andere. Die Arbeitslast ist ungerecht verteilt. Auch die Schaffung des Game Labs, einem zentralen Rechnerpark als Testumgebung für alle, wird zum Albtraum für viele Redakteure, die es seit Jahren gewohnt waren, am eigenen Arbeitsplatz zu spielen. Nach langen Protesten hat die Führung ein Einsehen. Die Einheitsredaktion wird nach ein paar Monaten rückgängig gemacht. Beide Teams atmen auf und die Hefte gewinnen wieder an Identität zurück. Um die Marke PC Games zu stärken, werden stattdessen andere Ansätze verfolgt. Die Website wird mit einem erneuten Relaunch weiter verbessert. Aufwendige Previews und starke Themen wie Oblivion, Crysis und Command & Conquer 3 sorgen für Begeisterung. In dieser Zeit bringen wir auch erstmals die PC Games Premium auf den Markt. Ein Heft in einer Silbertüte, in der außerdem ein Jahreskalender, ein 50-seitiger Comic, eine Trading Card und das Heftarchiv im PDF-Format beiliegt. In Ausgabe 02 2006 führen wir ein neues Testsystem ein, das wieder auf der Motivationskurve basiert. Neu ist diesmal, dass die Kurve nicht nur der Veranschaulichung dient, sondern am Ende auch das finale Ergebnis ausspuckt. Einzelwertungen für Grafik oder Sound fliegen bei der Gelegenheit raus, die Spielspaßwertung soll mehr in den Vordergrund rücken. Gleichzeitig merken wir, dass wir uns immer mehr unter Druck setzen. Es vergeht keine Woche mehr, in der uns nicht ein Entwickler oder PR-Vertreter in der Redaktion besucht, um uns neue Spiele vorzustellen. Massenhaft Außentermine, zeitkritische Tests, hohe Ansprüche an die Artikelgestaltung, zeitraubende Meetings, aufwendige Videos, viel zu viele Kurztests, Abgaben bis spät in die Nacht. Das alles zehrt an den Nerven, teilweise auch an der Gesundheit. Doch nicht alle Warnsignale werden gehört. In PC Games 11 2006 bekommen wir schließlich die Rechnung. Der missglückte Test zu Gothic 3 fliegt uns gründlich um die Ohren und kostet uns wertvolle Abonnenten. Die Jahre 2007 und 2008 sind eine Zeit mit vielen Veränderungen. Die Redakteure Betzold und Sauerteig verlassen das Heft. Sebastian Töing verstärkt pcgames.de, Robert Horn, Sebastian Weber und Christian Burtchen sind Neuzugänge in der Kernredaktion. Das Heft selbst wird mit Ausgabe 07 2007 mal wieder einem Redesign unterzogen, die bisher radikalste Neugestaltung. Neben der nun in kühlem Grau gehaltenen Optik ermöglicht das neue Design auch Gestaltungsmöglichkeiten wie Kästen, um die Seiten attraktiver zu machen. Auch pcgames.de bekommt mal wieder einen Relaunch mit neuen Features wie Newsticker, Suchfunktion und Videoplayer verpasst. Dirk Goding wechselt unterdessen in das World of Warcraft Team und baut da die bisherigen Sonderhefte in die PC Games More um. Neue Schwestermagazine bekommt die PC Games Ende 2007 auch von außen dazu. Der Cypress Verlag schließt seine Pforten und Computec übernimmt wertvolle Marken wie Play 3 und Games Aktuell. Neben neuen Gesichtern wie Simon Fistrich gibt's so auch ein Wiedersehen mit Ex-Kollegen wie Rüdiger Steidle und Florian Stangl. Letzterer wird sich in den kommenden Jahren auf die Weiterentwicklung von pcgames.de konzentrieren. Inhaltlich hat die PC Games in dieser Zeit mit Titeln wie Command & Conquer 3, Crysis, Spore und The Witcher jede Menge Hochkaräter auf dem Cover zu bieten. Es wird außerdem eine neue Rubrik geschaffen, in der wir uns mit Dauerbrennern, Mods und wichtigen Updates beschäftigen, denn große Titel sind immer öfter auch nach Monaten noch ein Thema. Ein dicker Dank geht im September an Valve. Die haben nämlich kurzerhand einer Sneak Peek zu Left 4 Dead zugestimmt. Nicht bei uns im Büro, wie sonst üblich. Stattdessen fliegt Valve die vier Leser einfach zu sich nach Seattle, natürlich in Begleitung unseres dauergrinsenden Redakteurs Robert Horn. Vor Ort wird die Reisegruppe mit einer Stretch-Limousine abgeholt und darf das Studio besichtigen.
Viel gute Laune und ein erstklassiges Zombie-Spiel machen die Sneak Peek zu einem echten Highlight, auf das wir immer noch ein wenig stolz sind. Aber es gibt auch Rückschläge. 2008 starten wir mit GamesVote.de, ein Portal, in dem User die Möglichkeit haben, Spiele zu bewerten. Das Projekt wird aber überraschend vorgezogen, erscheint entsprechend unfertig und verschwindet schnell wieder in der Versenkung. Anfang 2009 wird ein neuer Versuch gewagt, Redaktionen zusammenzulegen und Synergien zu schaffen. Durch die gescheiterte Fusion mit der PC Action 4 Jahre zuvor ruft dieser Schritt erstmal einige Skepsis hervor. Allerdings hat man auch aus den Fehlern von damals gelernt. So entsteht die sogenannte Games Group, in der die Redaktionen von PC Games, PC Action, Play 3 und X3 zusammengefasst werden. Der Zusammenschluss glückt diesmal besser als erwartet. So kommt auch ein frischer Wind in die PC Games. Mit Kollegen wie Sebastian Stange und Toni Opel gewinnt unser Heft außerdem einen kräftigen Schuss Humor. Geleitet wird die Games Group von Neuzugang Thorsten Küchler, der wenig später noch Wolfgang Fischer an die Seite gestellt bekommt. Mit Ausgabe 06 2009 wird außerdem der heutige Redaktionsleiter Sascha Lohmüller als Volontär übernommen. Ungefähr zur gleichen Zeit entsteht auch der PC Games Podcast. Das zunächst heimlich aufgenommene Format kommt gut bei den Hörern an und bekommt damit auch offiziell grünes Licht. In über 383 Folgen in den kommenden 8 Jahren gehen wir wöchentlich auf Sendung, bis das Projekt aus Zeitmangel eingestellt wird. Doch der PC Games Podcast feiert pünktlich zu unserem Jubiläum ein Comeback. Neben guten Entwicklungen erleben wir aber auch schwarze Stunden. Im Oktober 2009 erreicht uns die erschütternde Nachricht, dass unser langjähriger Freund und Kollege Thomas Weiß überraschend verstorben ist. Viele Weggefährten nehmen bei der Beerdigung Abschied. Auf pcgames.de zollen ihm zahlreiche Leser Respekt und bedanken sich für seine zahllosen Artikel, mit denen er die PC Games geprägt hat. Am und ums Heft werden Dinge verbessert und neue Ideen ausprobiert. So wird der Einkaufsführer rund erneuert und konzeptionell auf den Stand gebracht, der auch heute noch angewandt wird. Weniger Erfolg war da dem Ableger PC Games Powerplayer beschieden. Ein Heft ohne Tests und Previews, dafür mit Reports und Profi-Tipps, um Spiele bis aufs Letzte auszureizen. Das Konzept geht nicht auf und nach 4 Ausgaben ist bereits wieder Schluss. Besser entwickelt sich dagegen die Online-Abteilung, die mit den Kollegen David Martin und Mike Koch verstärkt wird, die auch heute noch dabei sind. Im September 2010 zieht der Verlag mal wieder um, in ein neues Gebäude. Da sitzen zwar alle etwas enger zusammen, das fördert aber die Zusammenarbeit und die Laune. Etwas später verlässt Christian Schlütter das Team. Dafür kommen Viktor Eipert und Peter Bartke neu dazu. Dass wir für unsere Leser alles geben, stellen zu der Zeit Felix Schütz und ein wackerer Praktikant unter Beweis, die sich 3 Tage lang bei CD Projekt in Warschau einquartieren, um in dieser Zeit The Witcher 2 durchzuspielen. In den nächsten Jahren werden wir noch viele schöne Momente erleben. Wir besuchen mit Ron Gilbert den Nürnberger Weihnachtsmarkt, geben uns mit dem Diablo-Erfinder Max Schäfer die Kante. Unseren 20. Geburtstag feiern wir dann mit einer großen Rückblickserie plus Riesengewinnspiel. Als Vollversion packen wir als weltweit erstes Magazin The Elder Scrolls 4 Oblivion auf die DVD. Stress und Spaß gehen Hand in Hand. Die sinkenden Auflagen nimmt man mit Galgenhumor. Es gibt aber auch neue Hiobsbotschaften. Im Oktober 2012 müssen wir erneut den Tod eines Kollegen betrauern. Christoph Peter Schuster, den wir oft CPS oder Schusterjunge nennen, erliegt einem schweren Krebsleiden. Mit der Einstellung der PC Action im Jahre 2013 wird die Redaktion entlastet. Das nutzen wir für hochwertige Berichte. So sind wir die Ersten, die The Witcher 3 noch vor der Ankündigung sehen dürfen. Fallout 4 wird auf voller Breite beackert. Aber es verlassen uns auch langjährige Kollegen wie Robert Horn, Toni Opel, Max Falkenstern und Sebastian Stange. Währenddessen wandert der Fokus zunehmend auf unseren Online-Auftritt. Immer häufiger entstehen Meldungen direkt für die Website, wodurch pcgames.de regelrecht aufblüht. Weniger Glück haben wir dagegen beim Umgang mit YouTube. Um Zeit zu sparen, wird für unsere Vorschau- und Testvideos festgelegt, dass 2 Redakteure frei über das Thema sprechen sollen. Das heißt, klassische Sprechertexte gibt's nicht mehr. Das Experiment scheitert krachend. Viele Zuschauer auf YouTube wenden sich ab. Frustrierte Redakteure sind die Folge. Besser kommt dagegen die Umstellung der Leseransprache von Sie auf Ihr an. Nach 21 Jahren hat das Siezen ein Ende und wir atmen auf.
endlich kein umständliches Umschreiben der Texte für Heft und Website mehr. Gegen Ende 2013 gibt auch Lukas Schmid, unser heutiger Leiter der Games Group, seinen Einstand als Volontär. Ende 2014 endet dann eine große Ära bei der PC Games. Nach mehr als 22 Jahren verlässt Chefredakteurin Petra Fröhlich den Verlag und stellt sich neuen Herausforderungen. Auch Florian Stangl bricht einige Monate später seine Zelte ab. Als Folge wird intern kräftig umgebaut. So wird der längst überfällige Schritt gegangen, die bisher getrennten Teams für Print und Online zu verschmelzen. Ehemalige Onliner wie Matthias Dammes sind nun Teil der Games Group und stemmen neue Aufgaben. Nach einer kurzen Phase, in der Wolfgang Fischer nach Petras Abgang die Geschicke der PC Games gelenkt hat, übernimmt schließlich Maria Bayer-Fistrich dieses Amt. Sie leitet die Games Group und die Online-Auftritte, während Sascha Lohmüller dafür sorgt, dass die Hefte fertig werden. Durch flachere Hierarchien werden Kommunikationswege kürzer. Die einschneidendste Veränderung in dieser Zeit ist die Umstellung unseres Wertungssystems auf 10er-Schritte. Eine kontroverse Entscheidung, die aber letztlich gut angenommen wurde. Noch positiver wurden die Verbesserungen beim Thema Video aufgenommen. 2017 haben wir uns dazu in diesem Bereich komplett neu aufgestellt. Unter der Leitung von Dominik Pache versorgen wir seitdem YouTube fortlaufend mit neuen Inhalten. Mittlerweile haben wir 200.000 Abonnenten erreicht. Viele Beiträge werden in den Kommentaren mit Lob überschüttet. Das macht uns richtig stolz und spornt uns an, auch in Zukunft unser Bestes zu geben. Auch wenn die PC Games heute keine 350.000 Hefte mehr verkauft, auch wenn ihr viele schon das Ende prophezeit haben, es gibt sie noch. Eure, unsere PC Games. Verändert, gewandelt, entwickelt und hier und da auch ordentlich gerupft. Aber im Kern immer noch das Magazin, mit dem wir euch schon seit 30 Jahren begleiten. Wir danken euch, allen, die uns all die Jahre hinweg gelesen und gesehen, geklickt und gestützt haben. An die Fans und an die Kritiker, an die Kommentierer und Wertungssezierer. Ohne euch, ohne unsere Community, hätten wir das alles niemals geschafft. Natürlich wissen auch wir nicht, was die Zukunft bringt. Wird es einen 40. Geburtstag für die PC Games geben? Wir hoffen es. Ob wir den dann auf Papier, am Handy, im Browser oder auf YouTube feiern, spielt erstmal keine Rolle. Das Wichtigste ist, dass ihr, liebe Leser und Zuschauer, wieder mit dabei seid.